Wahrscheinlich denn hier drüben, dass wir da noch mal ein bisschen Holz und so. Ist der eigentlich schon mit drin? Nein, natürlich nicht. Ist doch wieder klar. Was ist denn hier dieses Bing, 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 Bing? Das geht ja mir hier wirklich. Die Warntöne. Er hat keine Kleidung und Schuhe. Das ist mir schon klar, dass die keine Kleidung und Schuhe haben. Problem ist uns bekannt, wir arbeiten dran. So, mach erstmal den nicht, mach jetzt erstmal die Felder. Warum wird hier nicht gearbeitet? Mach mal hier, mach mal. Junge. Oder willst du mir jetzt erzählen, dass das nicht mit drin ist? Oh Gott. Das ist schon knackig hier. Warte mal, geht das nicht? Schon sagen. Was ist das hier eigentlich? Braucht er noch einen Anschluss? Ja. Macht er mich fertig? Ja. Ja, macht er. Das mit diesen Einstellungen ist schon krass. Kein Gedächtnis. Ja, ich komme ja schon. Wo ist meine Wolle? Was ist das? Bienenstöcke. Interessant. Ja, Hühner. Wo ist eigentlich die Wolle? Ist das scharf? Brauch ich Wolle. Brauch ich Wolle, macht Wolle. Ich hoffe, er nimmt den Arbeiter, der am nächsten dran ist, weil Marsch Wolle. Ich hätte ganz gern. Es wäre voll krass wegen Kuh und so, hätte ich auch gerne Huhn. Ich muss noch mehr. Ich brauche mehr Felder. Ganz dringend, der Roland braucht mehr Felder. Sonst ist das hier nicht in Ordnung. Ich brauche ja eigentlich noch ein Haus, damit hier mehr Bauern arbeiten. Ja? Ah, das gefällt mir. Ja, das ist besser gemacht, also fast besser gemacht, weil wegen der Liste und so ist das alles ein bisschen, naja. Ja, hätte man ein bisschen überdenken können. Aber bei Manor Lords hattest du ja das ähnlich. Du konntest dann die Leute auch austauschen. Das war auch sehr gut. Ja, aber auch wesentlich übersichtlicher gemacht von den Arbeitsplätzen und so weiter. Das ist, ja, und selbst da hatte man ein wenig bessere Map-Auswahl. Also, das ist für mich so mit das Wichtigste überhaupt, dass da mehr rankommt. Ich überlege, ob ich noch einen zweiten Kollegen hier einstelle, der hier noch baut. Aber wo war der? Dorfhaus, wir brauchen. Wir können echt nur einbauen. Muss mich jetzt verarschen. Lagerhaus. Okay, aha, das ist das große Lagerhaus. Ohohoho. Mann, ist der riesig, sagte die Frau. Noah, den würde ich schon ganz gerne da irgendwo hinstellen. Passt er da hin? Nein, der ist vier groß. Okay, dann halt nicht, Mann. Wenn das mal einer wegräumen würde irgendwann, dann wäre das schon schön. Aber ich weiß nicht, wo er es hinpackt. Das ist das Problem. Weiß er nicht, wohin mit dem ganzen Werkzeug oder wie ist es? Oder wie oder was? Jetzt wollte ich trotzdem nochmal gucken. Ja, so ein zweiter Baumeister wäre schon schön. Könnte man den hier mit unterbringen? Frage, Punkt, Komma. Ne, der passt da nicht hin. Okay, dann bauen wir den noch so lange irgendwie irgendwo hin, wo er hinkommt. Ja, ich bin mir da noch nicht einig. Hier unten wäre ja auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, da würde ich gerne noch ein Haus hinstellen. Also so bei Gelegenheit. Vielleicht nicht unbedingt genau da, aber hier oder da wäre eigentlich ein Haus ganz gut. Das passt da nur nicht hin, so wie ich das gerne hätte. Das wird schwierig. Ah, da könnte noch ein Haus stehen, deswegen weiß ich noch nicht. Ich tue mich ja am Anfang immer schwer mit irgendwas bauen. Irgendwas hinstellen. Warte mal, will ich den einen Baum noch wegnehmen? Ja gut, aber nur noch den einen, ja? Der, weil der nicht ganz mit drin steht. Lass mich raten, jetzt muss ich den im Bereich haben, damit der den baut, oder wie? Hier kann ich kein Werkzeug unterbringen. Willst du mich hier ein bisschen. Hä? Bisschen rollen? Ja, ne? Willst du? Gut, okay. Alles klar. Ich spiele mit.
6er-Variante ist also erstmal kein guter Deal, jedenfalls. Erstmal nicht. Will ich den dann wirklich hier ranbauen? Ja, wäre jetzt erstmal die sinnvollste Variante, weil da kann ich ihn nicht hinsetzen. Da würde ich es gerne hinsetzen, kann ich aber nicht. Weil ich mir selber den Weg zugebaut habe. Mit Wichteschneiderei. Mama, fang mal an jetzt. Jetzt kann es losgehen. Hier, Mama. Und hier hätte ich auch gerne nochmal Jeeps. Schäfchen. 41 Meter. Gibt es noch irgendwo, wer näher dran ist? 44 Meter. Ne? 41 ist der nächste. So, und hier. Ach ja, ich vergesse es immer. Tut mir leid. Ich will jetzt Chicken. Nein, ich will das selber machen. Jetzt bin ich schon dabei. Hier, V für Hühner. Wunderbar. Ja, keine Ahnung, also Feuerholz scheinen wir jetzt erstmal eine ganze Menge zu haben. Nehmen die da raus was oder nicht? Ne, nehmen die nicht, ne? Ist egal, wie wir es machen. Macht er nicht. Nun gut, wenn das nicht anders geht, dann geht das nicht anders. Das Problem ist jetzt auch natürlich, wenn ich hier nachher ein Layout irgendwie in eine Stadt hinbauen möchte, wird es natürlich sehr interessant. Da werde ich einiges ändern müssen. Wird für den Fachmann dann nicht so einfach. Müssen wir mal gucken, wie groß das sein muss. Ich weiß schon mal die Begrenzung. Das ist schon mal in Ordnung. Wir können auch bis dahin schon mal hingehen. Dann könnte man theoretisch alles da abernten. Gott, das müsste ja... Was gibt es da? Töpferwaren, Eisen, Kohle. Und jetzt frage ich mich natürlich... Nein, ich komme da nicht an. Ah, ärgerlich. Das ist schon etwas ärgerlich. Wie groß ist denn der hier eigentlich? 3, ne? Naja, das ist erstmal so in Ordnung. Das müssen wir so lassen. Dann bekommen wir das große Lagerhaus jetzt einfach erstmal hier hin, oder? Wollen wir es weiter nach unten treiben? Ich weiß auch nicht, wie ich das mit meinem Layout mache. Also hier wäre sozusagen die Kante. Das müssen wir schon mal ein bisschen mit einplanen. Hier so ungefähr. Dann wäre das tatsächlich schon meine Grundlinie. Das ist jetzt im ersten Moment schlecht. Im zweiten Moment ist es akzeptabel. Im dritten Moment sage ich, schön ist es nicht. Aber müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Lagerhaus stellen wir jetzt erstmal hier hin. Punkt aus Ende. Wieso kann ich es nicht bauen? Was mit dir? Hier, ja, hast du schon gebaut. Gut, alles klar. Du bist dabei. Haben wir jetzt erstmal 4 Leute zum Bauen. Das ist schon mal gut, wenn man 2 Bauprojekte auf einmal hat. Wir haben übrigens zu wenig Leute, meiner Meinung nach. Wir sollten also nochmal ein Bauernhäuschen nochmal dazu bauen. Bam. Alles rundum um den Markt. Was ist jetzt eigentlich dein Problem hier? Wonach schreit ihr denn so bei Gelegenheit? Ah, immer noch Kleidung. Ja, das läuft. Da arbeiten wir dran. Da ist auch eine Frau angestellt. Warte mal. Ich würde ganz gerne nochmal gucken, ob jemand näher dran wohnt. Eine Dame. Dankeschön. 29 Meter, da bin ich doch erstmal mit einverstanden. So, jetzt kann hier doch wesentlich schneller gearbeitet werden. Das Lagerhaus ist dran. Kleidung wird produziert. Läuft. Na, fängt doch an, langsam Spaß zu machen. Aha, wenn es dann mal funktioniert. Holz, Bretter. Wir könnten auch mal tauschen. Was haben wir sonst noch hier? 3 Bretter, 3 Holz. Dann braucht er länger, oder wie? Warte mal, wenn wir den jetzt auf 3 ändern. Okay, macht er aus Holz 3 Bretter. Braucht er dann länger, oder? Keine Ahnung. Hört sich erstmal an, als wenn er das produktiver ist. Wenn er gleich 3 Bretter holt und dann abgeht. Zufriedenheit, ja, das ist schön.
Also wenn das Ding jetzt hier keinen Umkreis hat, also mein lieber Herr Gesangsverein, reicht das so? So ist gut. Boah, nervt das. Vom Sound her. So, jetzt können wir das Werkzeug wegsammeln. Genau das hatte ich mir nämlich gedacht. Und wenn wir den jetzt hier wieder abreißen, weil den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Können wir das da gleich alles rüber sammeln und haben ein großes Lagerhaus. Frage ist natürlich, wen könnte man da noch mit reinbringen? Wer ist jetzt noch wichtig? Die würden tatsächlich noch bis da unten gehen, aber da haben wir ja noch ein Lagerhaus zu stehen. Also ist die Sache erstmal in Butter. Mit der Kleidung, das läuft, da arbeiten wir dran. Das läuft. Ja, 6 Kleidungsstücke, also das sollte doch funktionieren. Was ist mit dir? Kein Lager in der Nähe, willst du mich verarschen? Oder was soll das bedeuten? Kein Haus, kein Arbeiter, keiner der arbeitet, keiner der will oder was? Warte. Anhalten. Ich hätte gern jemand, der ein bisschen in der Nähe wohnt. So 61 Meter und vielleicht Mann. Immer diese Klischees, keine, die Frauen können nicht in Dings arbeiten. Doch, können sie schon, aber nicht bei mir. Ja. Hat noch keiner mit mir hier Dings gespielt, Crusader Kings. Ja. Das ist auch das Rassismus-Spiel schlechthin. Ja. Von der Pädophilie fangen wir gar nicht erst an. Okay. Wie läuft der Verein jetzt hier? Apropos. Es wäre sinnvoll, wenn wir das den ganzen Bereich mal etwas, ne? Etwas. So ein bisschen. Eieiei, warte. Wie viel brauchen wir? Irgendwann. Vielleicht. Mal gucken. So, also da hinten sind also Zusatzressourcen und die werden jetzt hier schon eingesammelt. Das bin ich auch wohl geraten haben. Sonst, sofort einsammeln. Ja, komm, rennt los. Lauf. Holt mir Zeug. Wie ist es? Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass das hier nicht vorangeht. Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen? Warte mal. Jetzt haben wir's. Und du bist dafür auch nicht eingestellt. Okay, wenn ich den aber schon mal ein bisschen erweitere, das bringt mir ja auch nichts. Obwohl, dann nimmt er die Schafe mit. Nein, halt, halt, nicht die Schafe. Nicht du. Nicht du die Schafe. Hier, mach, was du denkst, aber nicht die Schafe. Okay, dann müssen wir ein bisschen rennen. Aber die vom Lager, die machen das schon, oder? Warum arbeiten da eigentlich nur zwei? Ich weiß, ich mecker viel, aber dann. Was ist jetzt hier mit dem Ding? Das können wir jetzt abreißen. Danke. Das ist schön. Dann geht das erstmal in Ordnung. Dämlich finde ich trotzdem, dass mir vorgeschrieben wird, wo ich baue. Das kann ich nicht leiden. Na, ich liebe es, mir meinen Platz selber auszusuchen. Bei Citadellum war das ähnlich. Ja, bloß da hat mich jemand eingeladen zum Testen. Ja, da habe ich die Vorabversion getestet und habe gesagt, du, hör mal zu, ich würde schon ganz gerne da bauen, wo ich werden möchte und nicht, wo du da sagst. Ja, und wenn ich sage, ich will ganz am Weltraum bauen, dann baue ich da halt. Ja, diese, ne, beim Bauen ist Freiheit. Und Freiheit ist immer, ja, Spielspaß, dass man da auch wirklich machen kann. Was ist jetzt hier eigentlich mit dem? Ach Gott, er ist wieder nicht ans Lager angeschlossen, der Gute. So, zu dem Lager kommt er ja nicht. Das ist schlecht. Das ist jetzt echt schlecht. Da kann ich auch nichts machen, ne? Also den kriege ich ja nicht näher dran. Und was ist jetzt nun, wenn der hier Brennholz hat? Kann das Brennholz verschifft werden? Oder kann ich das irgendwie bereitstellen für Gebäude? Können wir das irgendwie rüber transportieren? Keine Ahnung. Was ist denn hier los? Der ist doch angeschlossen, oder nicht?
Was wird er wohl jetzt hier funktionieren? Oder was hat er da? Bedeutet das kein Lager oder braucht er wirklich ein kleines Lager? Das ist ein großes Lager. Wir brauchen das. Gott! Da habe ich gedacht, ich habe jetzt ein großes Lager. Das große Lager wird das kleine übernehmen. Nein, 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 das sind zwei unterschiedliche Lager. Du bist doof, Roland. Ja, ist in Ordnung. Ist okay. So what? Ich mach's ja schon. Bullshit, Minuspunkt, so. Einfach so, weil ich's kann. Frage. Können wir Schweinchen? Schweinchen ledert, das holen die da ab. Das ist gut, das ist gut, das funktioniert. Das ist alles schön. Was ist toll? Alles super, alles super, alles tutti frutti. Du bist bei ihm angeschlossen. Das ist komisch. Wie läuft's? Stufen, Einwohner. Ah ja, das ist schön, dass es da eine Statistik und alles mal angucken kann, aber hilft jetzt nichts. So. Muss ich den auch anschließen oder kriegen wir es auch so hin? So, wir haben jetzt hier das kleine Lager. Läuft. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegt er das Zeug von A nach B und ob ich vielleicht, warte mal, wie weit geht die Reichweite? Die Reichweite geht bis da. Okay. Das heißt, mit anderen Worten, das ist von der Organisation hier doch etwas sehr anspruchsvoll. Wir nehmen das Lager jetzt dorthin. Müssen umsetzen, hilft nichts. Bau ein Erzbergwerk. Na, da bin ich doch dabei. Gibt es hier mehrere Erzbergwerke oder nehmen wir das, was in der Nähe ist? Hier gibt es Kalkstein. Hier gibt es Bleierz. Es gibt hier von allem irgendwas. Okay. Jetzt sind wir aber clever. Jetzt gucken wir erstmal. Das sieht so aus, als wenn dieses kleine Lager. Passt das dahin? Passt das dahin? Passt das dahin? Passt das dahin? Ah, okay, dann machen wir es so. Nur gut, Mine. Machen wir, können wir das drehen? Nein. Bergwerk. Ja. Gut, erstmal Lagerhaus daneben hinballern. Warte mal, wo war das Lagerhaus? Ich weiß es nicht. Yeah. Wie gut, dass ich jetzt sehe, wo ich die Straße hinbauen will. Dann machen wir erst die Straße und dann machen wir den Rest. So, zack. Zack. Den so hin und dann machen wir das erstmal. Brauchen wir da hinten Holz auch so. So, den jetzt einfach hier so hinklemmen. Warte mal, wollen wir den Scheffel mittig. Oder wollen wir nach außen machen? Kann er noch ein bisschen nach da laufen? Ja, komm, machen wir so. Freund, kommst du da überhaupt an? Na, Gott sei Dank. Keine Ahnung, ob ich das muss, aber ich mach's erstmal. Dann bau. Dann bau da drüben. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was er von mir will. Oder liegt es jetzt wirklich an dem Lager da? Naja, wir stellen das Lager jetzt um. Stellen den mit dran und dann würde ich den gerne tauschen zu Dings und den gerne tauschen zu Brettern. Damit das alles deutlich besser funktioniert. Dann gucken wir uns das an, dass wir das hier mit dem hier verbinden, dass das alles wieder ein bisschen cleverer organisiert ist. Dann würde ich gern den hier abreißen.
Ja, danke. Dann müsste der jetzt auch in dem Bereich von dem stehen. Aber ich weiß nicht, ob das muss. Das habe ich hier noch nicht gelernt. Ich hoffe nicht. Baue Stein ab, baue Dings ab. Da sind wir dabei. Das läuft. So ein Förster wäre ich nicht schlecht, ne? Ein bisschen Holz ist ein bisschen knapp hier. Wir könnten. Warte mal, wie viel Reichweite hat der Junge? Ja, wir müssten Bänder den da hinbauen. Oh Gott, Holz, Leute. Das ist wie bei Anno. Holz brauchen wir. Holz braucht die Welt. Holzfäller. Wie schön, dass mir das nicht eingeblendet. Oder kann ich das hier einblenden? Warte mal. Oh Gott, Statistik. Lagerhäuser. Ja, das ist ja ganz toll, aber das hilft mir nicht beim Bauen. Also nicht wirklich. Ah, okay. Er zeigt es mir an. Aber mit wirklichem absoluten Minimum. Das hilft mir wirklich gar nicht. Bis da oben zwischen die zwei Bäume. Okay. Das heißt, wir bauen den exakt dorthin und hoffen, dass die Straße den anderen Baum nicht berührt. Alles klar. Damit würden wir dann hier wieder eine ganz lange Strecke. Warte, erstmal müssen wir die ja auch noch alle anschließen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm, ich bin ja schon dabei. Zack, zack, zack. Was haben wir da oben abgerissen? Das heißt, das hier könnte erstmal weg. Gar keine Straßen abreißen? Was soll denn das hier? Sag jetzt nicht, wir können die Straße nicht abreißen. Wollte schon sagen. Muss ich wieder gedrückt halten. Okay, ich hab's verstanden. Ja, ist ja richtig. Na gut. Ach ja, Bob, der Meister. Können wir da jetzt anmachen? Ja, jetzt kommen wir. Gott! Ja, ich komme mir hier vor wie bei Django Unchained. Mit der Szene mit den Masken. Ja, wo sie da alle den Sack über dem Kopf haben, ne? Freunde! Ja? Das mit den Bereichseinstellungen ist eine nette Idee. Ja, aber ohne hier jemanden, ne, beleidigen zu wollen. Man hätte es besser machen können. Weißt du, so ein Klicksystem wäre auch ganz gut, dass er alles im Umkreis nimmt. Ja, dass du dann so anklickst, welche Gebäude er anlaufen soll und welche nicht. Dass er die erstmal automatisch mit reinnimmt und dass du die dann rausnehmen kannst. Dass das hier automatisch geht. Ich bin hier nur am gucken, wo ich diesen schwulen Bereich verbessere. Ja, schwul. Ich hab's so gesagt. So, und der kommt jetzt da nicht an, oder wie? Ja, doch, kommt da. Da muss ich den schon wieder mit anschließen. So, jetzt geht er dahin. Dann ist der hier nicht in dem Bereich von dem. In anderen Worten, der, die lustige Kräutermedizin, die ich da aufgebaut habe, muss jetzt dahin. Ob ich will oder nicht. Jetzt muss ich gucken, ob der überhaupt noch im Bereich von dem drin steht. Ja, mit der Straße kommt es gerade so hin, was glücklich gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob die Straße mit dazu zählt. Ich gehe davon aus, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wenn ich das Ding jetzt aber abreiße, habe ich doch bestimmt das Problem, dass das Zeug hier nicht eingesammelt wird. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Erstmal baut er den. Ich hoffe, dass der in dem Bereich da mit drinne ist. Dankeschön. Hier gehen die Ressourcen aus. Das ist toll. Ich würde nämlich die Zeit dann ganz gerne langsamer machen. Hier das Lagerhaus. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Lagerhaus 1. Ja. Wo ist denn? Ja, Lagerhaus 1 braucht einen Markt oder wie? Oder was? Ich kann den aber nicht anschließen, der steht außerhalb der Reichweite. Scherzkeks. Bin froh, wenn ich hier noch eine Holzhütte habe, ja, wo ein bisschen was abgeht. Irgendwas haben wir richtig gemacht. Oh, nichts ist das, ja. Eisenerzkohle. Jetzt
mich hier verarschen? Das passende Lagerhaus? Ich weiß nicht. Das ist ein Lagerhaus und das ist ein Lagerhaus. Die sind doch beide in der Dings. Oder muss ich den da auch mit dran schließen? Der ist doch mit dran. Der ist auch mit dran und der ist nicht mit dran. Gott! Wenn ich heute für das Video hier, für jedes Mal, wo ich mich darüber aufgeregt hätte, einen Euro bekommen hätte, ja, wäre der Entwickler heute schon arm. Mann, ey! Ja, ist kein Lagerhaus dran. Jetzt entspann dich mal, wir arbeiten dran. Ja, ich überlege, ob ich hier nebenbei nochmal so einen Weg drumrum baue, weil ist ja schon mal da und warum auch nicht. Erzähl mir jetzt nicht, danke. Sieht ein bisschen hässlich aus, aber was soll's. Wichtig wäre auch ein Förster. Ja. Na gut, so langsam kommen wir ja klar. Es gibt keine Meldungen mehr auf dem Platz. Der Laden läuft. Schlecht als recht, aber es funktioniert. Sobald wir ein Lagerhaus haben, hier, wir hätten erst das Lagerhaus hinstellen müssen. Also jetzt, ich meine, ich kann ihn noch auflösen. Warte. Oder passt der noch? Kommst du noch an? Ja. Ja, du kommst noch an. Ja, dicker. Guck mal. Kannst du dann nämlich hinrennen? Könnt ihr nämlich schon das Lagerhaus bauen. Krasse Sache. Ja, ich bezahle ja schon. Kein Problem. Steuern kann ich bezahlen. Geld habe ich. Ich bin unfassbar reich. Wir haben kein Werkzeug mehr. Das ist jetzt schlecht. Und wenn ich jetzt... Ist das jetzt wie bei Anno? Haben wir verloren? Ich glaube nämlich schon. Ich glaube nämlich schon, dass wir jetzt verloren haben. Jetzt mal ernsthaft. Wie komme ich jetzt an Werkzeug ran? Das kriege ich ja erst noch. Schachmatt gesetzt. Tja. Gibt's da... Da gibt's Glocken. Glocken brauche ich nicht. Da gibt's noch irgendwelche Kräuter, da gibt's Ton. Können wir noch irgendwo was holen? Nö, ne? Ich würde sagen, ich habe verloren. Also, dass wir Steine haben, ist ja ganz gut und schön. Schachmatt gesetzt. Ganz cool. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt, großer Meister? Mal abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich den da abreißen müssen. Ich weiß nicht, ob wir da Material zurückkriegen. Wie viel Werkzeug kriege ich denn da wieder? 75%. Warte mal, das war... Wo war das? Dekoration oder sonstiges. Ja, aber auch 5. Wenn wir jetzt 2 kriegen, brauchen wir trotzdem noch eine Schmelze. Wo kriege ich jetzt auf die Schnelle Dings her? Ich meine, ich kann das Ding abreißen. Das ist die letzte Variante. Dann kriegen wir nochmal 3 Dings wieder. Ja. Ist das so knapp bemessen oder soll das so? 3. So oder so fehlt mir immer noch einer. Hilft nichts. Wir brauchen das Werkzeug. Und sag jetzt nicht, das Ding ist zu weit weg, dann kriege ich einen Rappel. Geh mal dahin und hol das mal ab. Ja. Weil diese einzelnen Dinger. Na gut. Habe ich zu viel abgerissen in der Kampagne? Es tut mir leid. Das ist... Oh Mann. Ja, das müssen wir jetzt hier noch klären. Ob das noch was wird, weiß ich nicht.
Der kann da jetzt nicht mehr arbeiten. Ist in Ordnung. Müssen die anderen das jetzt erledigen? Geht der jetzt hier mit hin? Arbeitslos. Hauptsache erstmal irgendwie jemand hin. Na, bin ich ja jetzt mal gespannt, ob wir das hier noch hinkriegen. Das müssen wir jetzt hier nochmal gucken. Ob wir jetzt noch irgendwie eine Belohnung kriegen, wenn wir das fertig haben. Aber wenn wir jetzt kein Werkzeug mehr kriegen, dann war es das. Ich weiß nämlich nicht, wo ich jetzt hier Werkzeug herkriegen soll. Also. Wird das Gefühl nicht los? Wird mich einer schachmatt gesetzt. Wieso kommen die denn da jetzt nicht hin? Habe ich irgendwas verpasst? Warum nicht? Was ist dein Problem? Ach ja, weil der Weg. Oder? So, jetzt nicht, er müsste jetzt wegen dem Weg dahin. Jetzt geht's. Muss es der direkte Weg sein? Anscheinend ja. Lagerhaus 4. Na dann los. Mach mal hier. Digga. Mach mal fertig. Was will ich jetzt noch haben? Dann warten wir noch schnell, bis das Eisenerz fertig ist. Und dann bin ich ja mal gespannt. Oder ob wir jetzt schachmatt gesetzt sind. Weil wir brauchen noch eine, so wie ich das kenne, eine Schmelze und dann brauchen wir noch eine Schmiede. Aber müssen wir eine ganze Menge abreißen, nur damit wir hier nochmal vorankommen. Und ich weiß nicht, was ich abreißen soll. Wahrscheinlich die ganzen Holzfäller. Rennofen. Ja, produziere. Wir haben zwei Dings. Und der braucht zum Glück nicht viel. Das Ding setzen wir hier direkt nebenan. Macht ja auch Sinn. Also sieht, jetzt ist gerade spannend, weißt du? Immer ist es dann spannend, wenn du aufhören willst. Schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht? Die große Frage, die uns alle interessiert. Manche haben schon ausgemacht und sind eingeschlafen, aber ich will das jetzt noch wissen. Der kostet jetzt kein Werkzeug, also gehe ich mal davon aus, dass wir es tatsächlich noch irgendwie hinkriegen. Die Spannung. Du brauchst jetzt, sag jetzt nicht, du brauchst jetzt das größere Dingshaus in der Nähe. Sag jetzt nicht, der braucht das. Oh Gott, da komme ich nicht an. Oh Gott, ich komme nicht an. Ich weiß nicht, ob das noch zählt. Als Berührung. Keine Ahnung. Anscheinend reicht's fürs Lagerhaus, aber es reicht ja nicht bis runter. Ja, und nu? Aber schachmatt gesetzt. Vielen Dank fürs. Ich kann das Ding nicht abreißen. Also ich kann schon, aber ich will ja nicht. Ja, und nu? Hier ist ja Eisenerz in der Nähe, oder nicht? Kann er sich das jetzt hier nicht rausholen? Arbeiten müsste er doch theoretisch können, ne? Macht er nur was oder macht er nichts? Ton. Wo ist mein Eisenerz? Wo ist mein Eisenerz? Kostet das viel, wenn ich jetzt hier noch ein Haus daneben setzen will? Keine Ahnung. Ah, es kostet mich ein Werkzeug. So viel Werkzeug habe ich aber nicht und ich brauche dann noch einen Markt. Also glaube ich jedenfalls. Keine Ahnung, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ja, weil das dauert jetzt hier anscheinend doch noch länger. Wenn es dumm läuft, müssen wir mal von vorne anfangen. Aber das klären wir dann erst beim nächsten Mal.